Podcast. Zoe, was wollen wir? Party! Fuck Corona! We don't know her! Hallo! Also, ich weiß nicht, wie viel über Sternzeichen bist, aber ich mag Sternzeichen. Und ich kenne Ava jetzt noch nicht so lange, aber wir verstehen uns bombastisch. Bombastisch. Und dann dachte ich, guck nach. Und es ist, weil wir beide. Luftzeichen sind. Genau. Ja. Ein bisschen wie bei Herr der Elemente. Know what I'm saying? Und deswegen verstehen wir uns so gut. Ich glaube ja voll an Zodiac Signs. Everything that has to do with spiritual stuff. Und Fatu und ich kennen uns ja echt nicht so lange. Ich habe gemerkt, dass wir voll kompatibel miteinander sind. Because wir sind beide Luft-Zodiacs. Leute, mein Fit ist heute zwar schon cute so, aber my girl Fatu, she's serving them looks. Swag. School is out and let's roll. Swag. Welcome to a new episode of Who is Mystery Guy? Fatu und ich haben new tea for y'all. Mystery Guy is part of our school. Wer ist Mystery Guy? Wer bist du? Zeig uns dein Gesicht. Mehr Infos bei der nächsten Episode of Who is Mystery Guy? Okay, ich habe gehört, es gibt Katzenmenschen und Hundemenschen. Und ich hatte meine Katze, die genauso aussah. Aber das ist der Kamera. Ich hatte schon überall geguckt, was Katze machen. Bro, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. Cause that bitch go pew when I shoot, it's on you. That bitch go pew when I shoot, it's on you. That bitch go pew when I shoot, it's on you. Copycat nigga tryna copy what I do. Damn. Wir laufen durch die Straßen, wir skaten, weil wir sind Skater. Nein, nur die Fatu sind Skater, ich bin nämlich kein Skater. Oh yeah, sie ist ein gut gelaunter Skater. Bist du ein gut gelaunter Skater? Nein, sie ist kein gut gelaunter Skater. Oder doch? Yeah. She be skating. She really be skating, oh. Willst du aufhören? Wie sehe ich aus? Einmal. Nein. Ich hab keine Lust, mich zu maulen. Nein. Ach, Engel. Second try. Okay, ja, das ist okay. Alter, die ist voll grausam. Nein, ich mach's nicht. Nein. How dear it is. How dear it is. Whoop, there it is! Oh, whoop! Not whoop, but whoop! Queen. Nicht nur auf einem Skateboard, sondern auch auf Inline-Skatern. Wuhu! Siehst du? Läuft doch! Skating. Skating the day away. Wow, nice pants. Dankeschön. If I could write you a song and make you fall in love, I would already have you, but under my arms I used up all of my tricks. I hope that you liked it, but you probably won't because you're cooler than me. Vier mutige Frauen auf dem Weg nach Brandenburg. Yeah! Vier Abenteuer, Spaß und Erlebnisse. Stay ready!
Die Must-Have für Brandenburg. Ich packe meinen Koffer. Was packt ihr in euren Koffer, Leute? Da habt ihr es. Das braucht ihr für Brandenburg. Und einen Ganzkörper-Regenanzug, damit ihr in den Regen rausgehen könnt. Dankeschön, tschüss. Zu unserem Brandenburg-Trip interviewen wir jetzt die Teilnehmer. Ja, ich wünsche mir, ich will coole Tiere sehen. Zum Beispiel? Fabelwesen. So eine richtig fette Kröte. Auf jeden Fall. Okay, ciao. Willkommen auf meiner Weiterkundungstour. Also, was wir suchen, ist ein geheimer Weg in ein unbekanntes Land. Also, wir sind gerade sehr tief Wasser. Ich würde sagen, wir sind im Paradies angekommen. Viele Stunden alleine. Und vielleicht finden wir auch ein paar Freunde. Aber ich habe gehört, wenn man gute Energie ins Universum rausschickt, dann kommt auch gute Energie zurück. Also werden wir jetzt Bäume danken. Danke für deine tolle Arbeit, Sauerstoff zu spenden an die Menschheit. Stellt euch vor, ein Mädchen läuft allein durch den Wald. Und sie geht spazieren. Und auf einmal hört sie ein Knistern. Sie denkt, es ist nichts, also läuft sie einfach weiter. Und dann boom, wird sie von hinten gegriffen und wird entführt. Oh mein Gott, nein. Tja, man weiß bis heute nicht, wo sie ist, aber... Rätsel. Ist das Kacke oder ist das eine Schlange? Ich werde nicht auflösen, ich werde es nicht anfassen. Wer war das? Es ist Graffiti. Waren das irgendwelche Sprayer oder ist es eine geheime Botschaft? Dort steht... Ja, geheime Botschaft zum Entschlüsseln. Oh mein Gott. Das ist so ein fucking Schlüssel. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, es ist 12.06 Uhr. Wow. Der war gut. Hört auf, ich hab Angst. Oh Leute, es ist 12.07 Uhr. Hab ich das gehört? Einmal sieht nicht. Hello. Wir melden uns aus Brandenburg. Brandenburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, I like it here. Wirklich? Es ist nicht so scheiße. Ja. Sagt dann mit dem Meckertante. Ja, ich meine, Leute, ne, Nazis sind hier immer noch, aber ich bin froh, dass wir nur diesem creepy Campingbesitzer begegnet sind und sonst keinem anderen Nazi, wo ich da schon ein bisschen Schreck bekommen habe. Aber ja, Brandenburg, you're quite alright. Oh mein Gott. Oh nein! Ich bin oh fuck! Oh my God. Why do I look like that though? Hello! Hi! Und willkommen bei unserem Mukbang! Also, heute probieren wir Vegetarische und vegane Süßigkeiten. Das ist vegan. Yes. Das ist vegetarisch, das auch. Ihr könnt auf jeden Fall vegetarische Sachen kaufen, weil die schmecken wie ganz normale und genau. Unterstützt so ein bisschen alternative Products. Ja. Alright, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Peace. My best man.
just like, oh my god. I don't think you know how beautiful you are. You don't ever see it. A star, where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. Sushi ist wie Fisch im Rummel. Fisch im was? Rummel. Weil, Leute, welches ist das langweiligste? Das hier ist Herr Friedel. Weil es hat absolutely zero Charisma. Friedel hat freshes Sneaker. Was? Was? Friedel hat freshes Sneaker. Friedel hat freshes Sneaker, egal. Und das geilste, die vier hier, die großen, die sind wir, weil wir sind die Cash Queen. Und hier der Ingwer eingeschweißt, das ist Frau Steinberg. Weil ihr Hirn ist ganz matschig und in Folie eingeschweißt. Finde ich gut. Du wirst wieder nicht schlecht über Lehrer reden, wa? Du bist so ein Streber. Hallo, ey. Die machen doch nur deren Job. Ach, halt Schnauze.